Die sind inzwischen ebenfalls am Neckarufer gestrandet. Die Lage des Fundaments sorgt sogleich für Spekulationen. Jetzt sind wir wieder mal im Industriegebiet. Glaubst du, dass der Kai hier ein schönes Restaurant hat? Also, die Umgebung ist ja jetzt nicht gerade die tollste. Ich glaube, dass die jetzt ganz schön überrascht sein werden. Leider nicht nur positiv, aber dazu später mehr. Wo steckt er denn, der Kai? Hey. Ja, moin, hi, servus, grüßt euch. Und nu? Ich lasse euch mal ganz alleine, ihr geht rein. Ich bin gespannt. Okay, geht und dann aus. Schauen wir gleich mal. Alles klar. So, jetzt schauen sich meine Konkurrenten erstmal meinen Laden an. Ich bin davon überzeugt, dass es heute ein wunderschöner Abend wird. Und wir werden sehen, wer gewinnt. Den Sieg wollen alle, umso kritischer wird die Konkurrenz beäugt. Und bei Kai gibt's viel zu sehen. Oder da hinten, das ist auch klasse, guck mal. Ganz einfach gemacht hier mit den Löffeln. Die Deko-Marke Eigenbau kommt gut an, trotzdem gibt's Unstimmigkeiten. Wirklich verrückt. Ja, aber das ist auch eine verrückte Gegend hier, oder? Das war ja, ist ja immer meine Thematik, dass ich sage, kann sich so ein Lokal wirklich halten in so einer Gegend? Ja, in so einer Gegend. Heinz Winkler hat einmal gesagt, es gibt keinen schlechten Standort, sondern nur schlechte Küche. Somit kann man überall bestehen. Man muss einfach gut sein. Dann hoffen wir mal, dass Kai dem Sternekoch keine Schande macht. Bisschen nervös wirkt er jetzt aber schon, der Gute. Schaut einfach mal in die Karte, was euch gefällt. Und der Johannes geht dann auf eure Wünsche ein. Und ich mache, glaube ich, in der Küche das, was ich am besten kann. Kochen. Okay, also, ja. Alles Gute. Bis später. Lässt die Speisekarte denn schon irgendwelche Rückschlüsse zu? Das ist hier wirklich hohe Kochkunst. Der Mann hat sich hier richtig was einfallen lassen. Aber für mich ist die Karte doch sehr anstrengend. Ja? Also jetzt halt einfach so, wie man es kennt, mit manchen Dingen schon meine Probleme hätte. Jetzt nicht, dass ich die einzelnen Artikel nicht kenne, aber mir einfach vorzustellen, was im Gesamtpaket da dann wirklich auf mich zukommt. Tja, was die Simone da jetzt sagt, das verstehe ich auch, ist aber... Und das meine ich nicht böse. Es ist aber ein Zeichen davon, dass sie nicht sehr viel auf diesem Niveau essen geht. Das ist eine ganz moderne Art und Weise, wie man heutzutage Karten schreibt. Noch ahnt niemand, dass auch das Essen für reichlich Kontroversen sorgen wird. Habt ihr alle was gefunden? Wo ich mir nicht 100% bin, ist, was ist das Wort Butarga? Was heißt das? Butarga, ja, ist Fischrogen, in dem Fall von der Meeresche. Kommt aus Sizilien, da ist es eine absolute Spezialität. Der wird auf Zedernholz wird er getrocknet und wir machen das ganz klassisch und reiben den einfach in die Pasta rein. Jetzt kommt der Johannes zum Beispiel und das ist doch toll. Man hat gleich ein Gesprächsstoff, man kann gleich fragen. Und das finde ich super. Manchmal geht man doch in den Laden, da wird man so abgewurschtelt. Ne? Nicht im Fundament, hier ist alles ein bisschen anders. Wie geil. Hast du Bammel, Chef? Also die Kollegen haben jetzt mal einfach alles bestellt. Das ist natürlich eine Herausforderung, jetzt alles auf den Punkt so rauszubringen, wie mein Qualitätsanspruch ist. Ich habe die Karte selber geschrieben. Ich denke, sollte kein Problem sein. Und wer kommt da angeradelt? Hat Kai etwa Essen auf Rädern bestellt? Ah. Ach, wie schön ist das denn? Da kommt die Kresselieferantin mit dem Rad. Nachhaltigkeit, auch bei der Lieferung, wo gibt's das? Habe ich noch nie gehört, ne? Toll. Muss hier aufhören vom Stuhl, sonst falle ich noch in die Superlative, ne? Stark. Ich habe was ganz Neues, und zwar habe ich Kichererbsen dabei. Haben so eine leicht zitronige Note auch. Ansonsten habe ich die auch noch hier, den schönen Rouge Métis dabei. Und ansonsten kennst du, ne? Erbse, Kohlrabi habe ich dabei. Einen roten Radis habe ich dir noch eingepackt, ein bisschen was Farbiges. Cool, cool. Und einen ganz normalen Senf habe ich mir noch dabei. Ganz normaler Senf, klar. Der Duft von frischem Grün lockt auch Simone und Manfred in die Küche. Die bringt uns diese wunderbare Microgreens. Insgesamt sind Microgreens kleine Gemüsesorten, die einfach nur 10 bis 16 Tage wachsen. Also die sind einfach als junges Gemüse. Das ist also nicht nur einfach Kresse, sondern als Gemüse, gell? Wenn wir mal einen Waldspaziergang hinlegen, passend zum Thema, richte ich die in einem Blumentopf an. Ich habe so eine Erde gemacht, die ist ein bisschen mit Sauerteig,
Brot und Pumpernickel im Ofen getrocknet. Das Gericht besteht eigentlich nur aus kalten Komponenten. Das Einzige, was warm ist, was man natürlich im Wald findet, Pilze. Ganz schön kreativ, unser Kai, ob der Gast da vor lauter Bäumen den Wald noch sieht. Dann hier habe ich einen Sauerrahm gemacht, einfach mit auch schon ein bisschen noch von der Kresse, wo ich noch übrig hatte. Mhm. Tue ich ein bisschen abschmecken, auch Salz, Pfeffer. Also hier bei dem Gericht geht es tatsächlich um diese Kräuter. Okay. Das ist essentiell. Also die Leute sollen die Kräuter schmecken und nicht durch irgendwelche Gewürze irritiert. Genau. Kai legt eine Fährte aus Sauerrahmtupfen. Und was ist das? Also ich packe dann immer ein bisschen gepickeltes Gemüse mit drauf. Gepickeltes Gemüse ist ja ganz einfach angelangt. Es wird eingelegt, so wie Mixed Pickles in Anführungszeichen. Da kommt ein bisschen Essig dazu, kommt Wasser dazu. Man kocht es auf, überbrüht es. Es ist immer schön, wenn man einen Löffel nimmt, da ein bisschen was knackig ist. Und es geht tatsächlich darum, dass man mit jedem Gabel oder Löffel, wie auch immer, von allem ein bisschen was mitnimmt. Deswegen habe ich es sehr großflächig verteilt. Das Problem ist tatsächlich, wenn die Gäste das bestellen und das nicht ganz durchschaut haben, dass man wirklich alles auf einem Löffel hat, dann schmeckt es nicht. Weil am Ende geht es immer um eine Komposition, wie in einem Musikstück. Und dann muss es zusammenpassen. Okay, aber dann bist du eigentlich mehr oder weniger darauf angewiesen, dass der Service schon viel darüber spricht mit deinen Kunden, oder? Der Service generell muss die Leute briefen. Also der muss sagen, ihr müsst das so und so essen. Da ist Leben in der Bude. Weißt du, Leben in der Küche und das geht einfach draußen weiter. Und das ist moderne Gastronomie. Man bringt heute nicht einfach nur einen Teller hin, stellt hin und bums. Ne? Ich brate alles mit Olivenöl, also komplett. Manche Leute sind der Meinung, das Olivenöl verbrennt. Im Gegenteil, da hat es ein bisschen Röstaromen. Mal kurz Olivenöl in die Pfanne, kurz heiß werden lassen und dann das Gemüse oder was man noch dementsprechend hat, kurz anbraten. Da bin ich auch ein Freund davon, weil es tolles Geschmacksaromen gibt. Also von der Seite aus alles d'accord. Mit Manfreds Segen lässt Kai jetzt noch Grünzeug und Pilze aus dem Boden sprießen. Mal sehen, ob der Waldspaziergang zum Selbstläufer wird. Startschuss für die Vorspeisen inklusive Gebrauchsanweisung. Hier haben wir den Waldspaziergang. Wichtig ist einfach, dass man bei dem Gericht alles zusammen isst. Gibt halt so ein Geschmacksbild. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Ich hoffe, es schmeckt. Alles klar, danke. Essen fassen. Sven findet bei seinem Waldspaziergang Pilze, Pickels und Kraut. Das Ding heißt Waldspaziergang und das ist ein Waldspaziergang. Ne? Für mich irre gut umgesetzt, tolle Idee. Für mich 12 Euro, wirklich gerechtfertigt, weil es ist alles Hochwertigste, was da drauf ist. Super. Manfred bekommt mit Auster, Krabbe und Sellerie die volle Nordseeklatsche. Außerdem testet er den Fischsalat aus Rochen, Kräutern und Pfirsich. 8,50 Euro nochmal für die Qualität. Super. Mit Gel, Haut, Sugo und Eis hat Simone Eigat vor und Tomate. Dimitri probiert Pasta Bottarga mit Fischrogen. Sieht ja alles ganz lecker aus, aber schmeckt's der kritischen Konkurrenz auch? Sternekoch Manfred sieht nicht ganz so begeistert aus. Ich habe mal zwei Gerichte probiert, ganz bewusst. Ich wollte mal sehen, okay, was mit Fisch geht und was nicht geht. Und ich meine, der Fisch ist hervorragend gegart, das ist klar, das ist ein Profi. Der ist jetzt sogar noch wunderschön glasig. Und ich glaube, wenn er ein bisschen weniger auf den Teller legen würde und hätte er lieber ein bisschen mehr Wert drauf gelegt, hier diese Gambas, die kann ich nicht einmal reinstechen, ja, so hart sind die Dinger. Man muss nicht alles draufladen. Er versteht's, er kann ja seine Sache, aber ein bisschen weniger ist mehr. Das ist jetzt ein Generationsthema. Da ist einer, der im Kopf künstlerisch denkt, ja, und der letztendlich mega kocht. Das merkt der Manfred halt auch. Ne? Nur der ist jetzt ein bisschen älter schon. Der hat sicherlich mit 30, 35 auch viel ausgefallenere Sachen gemacht. Und er ist schon da drüber und macht es wieder so ein bisschen runtergebrochener wahrscheinlich. Ne? Aber die beiden, das ist auf Augenniveau, also auf selber Höhe. Und die haben ganz anderes Klientel. Mega. Mal sehen, ob Simone besser in Kais Gästeschema passt. Also bei mir ist auch so, ich habe ja dieses quasi 4 Jahre live an der Tomate. Optisch hat mir die Vorspeise wirklich gut gefallen. Zumindest in dem einen Teil jetzt. Sehr
kräftige Würzung auch so, wo ich merke, auch so ein bisschen salzig. Mhm. Das Eis, ich habe in meinem Leben noch kein Tomateneis gegessen. Mhm. Kannst gerne mal probieren, also das ist echt Geschmackssache. Ja, hast du recht. Mir schmeckt das Tomateneis nicht intensiv genug, auch nach Tomate, auch dementsprechend wie von der Würze her, wie es ein bisschen, es fehlt halt einfach was. Bisher war Sven das Schweigen im Walde. Ob sein Spaziergang ihn gesprächiger macht? Also ich habe aber auch mal gedacht, es wird ein bisschen arg trocken mit dem ganzen Pummelidl außenrum. Aber wenn man es so isst, wie er es empfiehlt, man schmeckt alles raus, man schmeckt die Kräuter raus, man schmeckt den Pummelidl raus, man schmeckt, also dann passt's. Ja, und das ist ja schwierig, heutzutage dem Gast zu sagen, du hast es so dementsprechend so zu essen, wenn der Laden hier voll ist und wenn wir nicht hier dementsprechend so viele Leute sitzen, sondern das hier bums voll ist, kann er nicht rauskommen, das erklären. Das hätte man vielleicht dann einfach dem Johannes, als der hätte im Service vielleicht was sagen können. Das darf man vielleicht sagen. Aber ist das jetzt so gravierend? Also irgendwie sind die jetzt gerade alle so ein bisschen blöd, finde ich. Und dann ist es schade, dass dann solche Gerichte gar nicht richtig honoriert werden. Ja? Und die können auch nicht honoriert werden, weil der Gast muss mit auf die Reise genommen werden. Und wenn er nicht auf die Reise genommen wird, hat das Gericht verloren. Harte Worte. Doch das ist erst die Spitze des Eisbergs. Oh, die Teller sind nicht leer. Hat's euch nicht so gemundet, oder? Liebe Kollege Kai, ich habe ein Pasta-Gericht mit einer Tomatensauce und eine Butarga. Abgeschmeckt quasi das Ganze. Optisch wunderschön, hat mich das wirklich sehr, sehr angesprochen. Es ist gekommen und ich habe gesagt, wow, ein schöner Teller. Vom Geschmack war es mir persönlich einfach zu flach. Es fehlt ein Pep. Dafür komme ich nicht hierher, sagen wir es mal so. Gewissener Pep dazu ist quasi ein bisschen Meersalz, ein bisschen Pfeffer. Natürlich ist es eine reine Geschmackssache, würde ich sagen. Auch die Tomatensauce, die ist mir zu neutral. Da, dass man sagt, das ist nicht nur Tomate, da ist noch das drin, ja, da ist noch Pfeffer drin, da ist noch Balsamico drin, da ist Pep ein bisschen drin. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Aber das Gericht ist auf die Butarga ausgelegt. Die hat mir gefehlt. Ich habe es hier waren mehr 60 Gramm draufgehobelt. Wenn ich mehr draufhobel, dann muss ich ganz schön tief in die Tasche greifen, wenn ich ehrlich bin. Ja. 100 Gramm kosten ca. 100 Euro in der Qualität, die ich habe. Ich finde die Argumentation eigentlich vom Kai auch richtig. Also das ist eine Vorspeise. Er weiß genau, wie viel Gramm er draufgehobelt hat, ne, von dem teuren Rogen. Ich finde, da wird jetzt zu lange lamentiert. Die Teller haben unfassbar schön ausgeschaut. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er seinen Geschmackssinn von vorhin, wo ich da war, jetzt komplett verloren hat. Bisschen verwundert bin ich jetzt gerade. Ne? Dann ist das für mich falsch kalkuliert, das Gericht. Ja. Also, ich bin immer der Meinung, lieber habe ich das Gericht fünfmal weniger verkauft, aber dafür dementsprechend so, dass die Kalkulation stimmt, dass zum Schluss auch der Gast vom Geschmack und wir als Gastronomen zufrieden sind. Wie der ambitionierte Kai den Rüffel wohl wegsteckt. Ich nehme die Kritik gerne an. Ich werde es dann wahrscheinlich einfach runternehmen, wenn das so rüberkommt. Wenn jemand Butarga nicht kennt, der weiß vielleicht nicht, was es kostet. Dieser Rogen, der ist dann gesalzen, der ist gepresst, der wird getrocknet. Eine kleine dünne Wachsschicht wird da überzogen. Und das ist so in Italien ein Klassiker, ne? Der sardische Kaviar. Ja? Und wie er den eingesetzt hat, finde ich perfekt. Manfred ist ein alter Hase in der Gastroszene und deshalb wiegt sein Urteil besonders schwer. Kai, ganz einfach, du erwartest von dem Gast wahnsinnig viel. Du versuchst viel zu viel Ideen, das Wissen, was du hast, was du machst, auf den Teller zu bringen. Versuche, dem Gast ein klein wenig an die Hand zu nehmen, ein klein wenig mitzunehmen. Dann passt es. Das mache ich beim Hauptgang. Gut, alles klar. Dann bis gleich. Danke. Naja, das ist jetzt da ist der Manfred so ein bisschen jetzt der Papa. Ne? Der jetzt, ja, oh, komm mal her, mein Kleiner, ich erzähl dir mal, wie es geht. Er war wirklich traurig. Er war wirklich, ja, ich glaub's. Und er war geknickt. Ich verstehe es so gut. Die Mitstreiter haben Kai ganz schön in den Boden gestampft. Bist du jetzt sehr erschüttert? Also ich nehme die Kritik gerne an und ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen, wenn man nicht so essen geht, wie ich die Küche einfach
ja, lebe. Man muss schon ein bisschen offen sein für gewisse ja, Geschmacksbilder. Vielleicht kommen Kai und seine Gäste in Runde 2 auf einen Nenner. Herrenbesuch in der Küche. Hallo Kai. Hi. Oha. Hier sind wir. Habt ihr den weiten Weg gefunden in die Was Küche? Was machst du Schönes? Ich bin jetzt gerade am Vorbereiten für den Hauptgang. Ich würde sagen, wir machen ein Gericht zusammen. Mache ich einen Schwarzfederhuhn. Ist ein bisschen größer wie diese Masthühnchen. Die können halt frei rumlaufen. Die Brust ist ein bisschen dicker. Und dadurch habe ich auch ein bisschen die Gelegenheit, das schön saftig zuzubereiten. Das ist jetzt nicht irgendein Huhn. Also Schwarzfeder, französisch, ist die ersten 4 Wochen, glaube ich, im Stall, im Käfig. Und damit es Kraft genug hat, um weiterhin dann richtig draußen im Freiland noch zu leben. Ne? Das ist Qualität pur. Ja? Das ist nicht irgend so ein 0815 Geflügel, was der da verarbeitet. Ne? Also bisher kein Grund, ein Hühnchen zu rupfen. Was passiert jetzt mit dem Federvieh? Ich packe das jetzt in einen Vakuumbeutel, mache ein bisschen Butter dazu. Da kommt es nur Butter, also kein Kräuter, kein Salz, Pfeffer, nichts, gar nichts. Nee, also dafür steht meine Küche. Ich lasse das Produkt meistens so, wie es ist. Ich mache wenig Gewürze dazu. Natürlich ist Fett ein Geschmacksträger. Kaum ist die Luft raus, landet der Vogel im Backrohr. In der Zeit, wo jetzt das Hühnchen im Ofen gart, würde ich sagen, machen wir einfach die Beilagen. Wir fangen mit Mangold an. Das ist alles sehr stimmig für mich. Kai macht kurzen Garprozess und schwitzt das Gemüse nur ein paar Sekunden in Olivenöl an. Für mich hat es das so, wie es ist. Ja, es ist noch schön grün, es ist knackig. Du lässt es quasi, Entschuldigung, al dente, ja? Ja, unbedingt. Ja. Und das kann jetzt in der Pfanne ein bisschen gar ziehen. Bei der Hühnerbrust ist inzwischen der Ofen aus. Was kommt jetzt? Also ich würze das Fleisch immer bewusst nur mit Salz und Pfeffer, dass einfach der Geschmack von diesen Hauptkomponenten so erhalten bleibt. Und einfach, wenn man sich schon die Mühe macht und ist ein bisschen nachhaltig und kauft die dementsprechend Produkte, dass die einfach genauso geschmacklich auf den Teller kommen. Einfach Salz und frische Pfeffermühle, fertig. Ciao. Genau. Das schmeiße ich jetzt in die Pfanne, die ist noch ein bisschen warm. In der Zeit ist mein Mangold und der Lauch durchgezogen. Und Hui kommt mit Bananen samt Flammenwerfer um die Ecke. So richtig scheint der Funke aber nicht überzuspringen. Oder, Mike? Mir fehlt jetzt ein bisschen die Begeisterung beim Dimitri und Sven. Ne? Da musst du einfach, da musst du offen sein und sagst, ist das geil. Das kenne ich so gar nicht. So muss, das fehlt mir jetzt ein bisschen. Düse mit den Bekannten harmonieren gut zusammen. Ja? Perfekt. Das passt einfach ziemlich gut. Ja. Bei meiner Küche finde ich es nicht schlimm, wenn ich bei dem Gericht Kartoffelpüree mit drauf mache. Wieso auch? Gibt ja wohl nichts auszusetzen am guten alten Kartoffelpüree. Fehlt jetzt noch was? Mache ich die Soße noch dran. Die ist mit Chili gemacht und auch Banane. Und das wäre mein Hühnchen mit Mangold und Banane. Neues Spiel, neues Glück. Knackt Kai mit den Hauptgerichten den Jackpot? Schweinebauch mit Bohne, Birne, Speck und Aal gibt's für Dimitri? Also ein klein bisschen von dem Filigran ist da jetzt ein bisschen abgegangen. Und es ist nicht in dem schönen, in dem Blumenvasen-Unterteller. Das ist jetzt hier anders. Sven angelt sich den Kabeljau mit Püree, Algen und Mangold. Die Rinderzunge mit Petersilie, Kartoffel, Olive und Essig bekommt Manfred. Simone hat das Schwarzfederhuhn mit Banane, Mangold und Lauch geordert. So, jetzt hoffe ich, dass natürlich das alles richtig gut ankommt. Also mein Schweinebauch war perfekt. Bei den anderen Gerichten schaut alles toll aus. Ich finde Preis-Leistung mega. Superlatives Lob auch von der Konkurrenz oder erneut ein knallhartes Urteil? Mal sehen, ob Simones Geflügel federn lassen muss. Also ich muss echt sagen, ich bin jetzt auch sehr begeistert. Ich finde es wirklich, wirklich lecker. Egal was, die Bananen karamellisiert, die sind saulecker. Die Hähnchenbrust ist auch so ein bisschen das trockenere Fleisch. Nebendran noch ein bisschen nicht so ganz trockenes Fleisch, was auch sehr, sehr lecker ist. Ich sehe jetzt nur einen kleinen Anschnitt und da sehe ich aber, dass das nicht trocken ist. Ne? Das andere ist eher mehr geschmort in der Soße. Es sind zwei verschiedene
Garprozesse, die da stattgefunden haben. Aber es ist trotzdem ihr Empfinden, ne? Das muss man auch akzeptieren. Hähnchen ist ja generell so ein bisschen trockeneres Fleisch, ja. Und das war halt dadurch, dass das eben schon Soße war, einfach halt total nicht trocken, ja, sondern es war super lecker. Ob Svens Kabeljau genauso saftig und wohlschmeckend ist? Also der Fisch ist wirklich schön glasig drin, also wirklich butterzart auf den Punkt. Es harmoniert mit dem Erbsen, mit dem Püree. Das Gemüse ist kurz geschwenkt in Olivenöl in der Pfanne, leicht gesalzen, Ruhe gelassen kurz. Das Kartoffelpüree ist mit mehr Butter gemacht, wie man es üblich macht. Das ist dann schon cremig, das harmoniert gut mit dem Erbsenpüree, das eine leichte Süße hat. Ich kann das jetzt alles notretten, ich will das einfach mal schlichtweg einen Satz raushauen. Das ist ganz großes Kino heute. Also vom Dialekt her verstehe ich jetzt, muss ich genau hinhören, ne? Aber eins habe ich jetzt verstanden, großes Kino. Geil. Also das würde ich auf jeden Fall wieder bestellen. Gehen die Lobeshymnen weiter oder droht Kai jetzt der Abgesang? So, der Hauptgang ist auch gegessen oder zum Teil auch nicht gegessen. Gab's was, was euch nicht so gefallen hat? Kai, was soll ich sagen? Sie ist selber ist verbrannt. Sie ist so brutal hart, die Panade außen drum rum, dass man es nicht einmal schneiden kann, konnte und dergleichen. Und vom Anrichten her ist leider halt auch jetzt gerade nicht ein Hingucker gewesen. Die drei Teile da oben drauf geworfen und unten drunter ein bisschen Salat. Warum gibst du im Endeffekt eine verbrannte Geschichte im Endeffekt raus? Das Ding ist richtig trocken, und zwar furztrocken und richtig hart. Ich entscheide, geht's raus, geht's nicht raus. Und er hat entschieden, es geht raus. Und damit muss er auch mit den Konsequenzen leben. Absolut. Am Ende des Tages hat der Kai entschieden, dass es rausgeht. Und das ist so, ne? Er ist der Küchenchef, er ist der Kapo. Kein Teller geht an mir vorbei. So wird er das auch machen. Deswegen steht er aber auch da. Er ist auch stabil da. Er ist einfach selber angeschlagen, er ist enttäuscht. Und ich schätze ihn so als Ehrgeizlein, dass er eigentlich von sich enttäuscht ist. Ich habe mich jetzt nur auf die Kritik von der Vorspeise eingelassen. Ich hätte es wahrscheinlich filigraner angerichtet. Jetzt habe ich mich auf andere Sachen beschränkt. Ja, und jetzt sieht es halt so aus. Passiert halt, ja. Alles klar. Prima. Wenn er dann zu mir sagt, ja, ich habe die Komponenten, halt, du hast ja gesagt, ich soll nicht so viele Komponenten drauf machen, aber dass ich dann alles in den Suppentopf reinschmeiße, also in den Suppenteller reinschmeiße und dann das verbrannte Schnitzel oben drauf schmeiße, ich meine, dann hat er das nicht verstanden, was ich ihm gesagt habe. Da hat er sich jetzt dann beeinflussen lassen, so erklärt er sich jetzt gerade, und hat so ein bisschen sein System verlassen. Und das ist ein Fehler. Was niemand ahnt, das richtig dicke Ende kommt erst noch. Zu meinem Gericht. Ich hatte einen Schweinebauch. Das Fleisch ist wirklich sehr, sehr gut, sehr lecker. Ist knusprig außenrum und schön saftig drin. Allgemein, wie es gerichtet ist, sehr farbenfroh, würde ich sagen. Also ein ansprechender Teller. Es hat was gefehlt. Da stand Aal drauf. Das haben wir dann leider feststellen müssen, nach meinem Wissen, dass es nicht dabei war. In Aal schmeckt man eigentlich raus, würde ich sagen. Ja, also natürlich, wenn er jetzt so klein war, dass es quasi kaum zu sehen war, sage ich mal, dann schmeckt man das natürlich erst recht nicht raus. Beim Profibesuch vergaß Kai die Birne. Jetzt etwa den Aal? Das ist schon schwierig. Selbst Mike zweifelt. Kann passieren, dass man was vergisst, aber wenn es draufsteht, muss halt dabei sein. Ne? Es ist nicht das Gericht gewesen, wo ich sage, wow, das ist mir im Kopf geblieben, dafür komme ich wieder und das esse ich wieder. Ein vernichtendes Urteil. In Kai brodelt es. Also die Stimmung ist jetzt hier irgendwie auf dem Gefrierpunkt, oder? Kann man das so sagen? Während Dimitri weiter im Trüben fischt, platzt dem Gastgeber der Kragen. Der Aal war mit auf dem Teller drauf. Ich habe ihn abgebrannt und ich lasse mich hier auch nicht unterbuttern. Der Aal war, wie man sehen kann, hier abgeflammt und liegt mit auf dem Teller drauf. Wenn man es selber nicht rausschmeckt, wenn man nicht weiß, wie ein Aal schmeckt, tut es mir sehr leid. Aber das ist für mich eine Kritik, die falsch ist, weil der Aal ist offensichtlich abgebrannt und liegt auf dem Teller. Ich bin immer noch der Meinung, der war nicht drauf.
Ja, da hat man das Gefühl gehabt, man hat nicht mit jemandem zu tun, wo wirklich vom Fach ist, sondern gerade das Gegenteil. Seine Reaktion, so wie er mich angegriffen hat, und ja, der hat mich ja quasi als Blödmann hingestellt, ja. Macht man einfach nicht. Und wer hat jetzt recht? Sherlock Holmes, Mütze aufziehen, Lupe raus und ab geht's auf Spurensuche. Et voilà, da ist er, der Aal. Oh, schau. Das tut mir leid für den Kai. Kann ihn verstehen. Also es gab zwei Kritikpunkte bei der Hauptspeise. Der Manfred hat bemängelt, dass die Rinderzunge ein bisschen zu lange gebacken war. Das gebe ich auch offen zu. Das hat man gesehen, es war ein bisschen trocken. Der andere Kritikpunkt hat mich ein bisschen aus dem Ruder geworfen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass ich und meine Küchenjungs alle Komponenten auf den Teller gepackt haben. Und dann bin ich doch ein bisschen mit mir selber am Rudern gewesen. Ja, da muss ich jetzt auch sagen, also da muss der Kai cooler werden. Jetzt muss ich auch da einlenken, ich habe jetzt auch jetzt oft verteidigt, da muss er cooler werden. Ne? Das ist halt ein Ehrgeizler, der alles richtig machen will und ja, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen jetzt. Hm? So Jungs, schwamm drüber, noch ist der Drops nicht gelutscht. Vielleicht landet das Fundament-Team mit den Desserts einen Volltreffer. Hallo! Ja, heute machen wir unser Pflaumendessert. Ich werde dann ein paar Pflaumen karamellisieren mit Zucker. Okay. Da spielt einer gerne mit dem Feuer. Simone dagegen interessiert sich brennend für die restlichen Zutaten. Das Crumble, das ist damit mein Eis nicht wegrutscht. Okay. Mit, da hatten wir noch sieht Stücke. Aus wie Esspapier. Wir haben, Baiser aufgestrichen, dünn aufgestrichen und dann haben wir das trocknen lassen als Chip, wie hier. Ah, okay. Das waren die kleinen Stücke, die noch übrig waren. Deswegen haben wir die dann da hier damit wieder verwenden. Und das? Das ist Schokocrumble, den wir im Schokokuchen, letzten Schokokuchen getrocknet haben, damit er nicht weggeschmissen wird. Gute Alternative. Da kann man dann mal lernen, was man aus alten Kuchenresten machen kann. Das Krümelmonster hätte seine Freude. Und jetzt Tupfer, bitte. Da haben wir noch ein Pflaumengel. Macht ihr das selber? Wir machen die selber, ja. Ja. Eingelegte Pflaumen habe ich dann eingekocht, püriert und dann mit Agar-Agar abgebunden zum Gel und dann durchgemixt mit dem Thermomix. Okay. Agar-Agar ist ein pflanzliches Geliermittel aus Algen. Apropos Grünzeug. War das nicht das mit diesem Senfgeschmack? Ja, mit dem Blattsenf, ja. Und das kommt mit zum Dessert? Ich wollte dem noch einen kleinen scharfen Touch geben. Coole Sache jetzt, wenn man erst in der Vorspeise, dann jetzt eine Süßspeise. Das Gleiche sieht, aber da bin ich echt mal gespannt. Was schäumst du jetzt gerade auf? Ich habe Pflaumensake mit ein bisschen Lecithin. Also das Lecithin, damit kann man einfach solche Schäume machen. Also es gibt Stabilität auf natürliche Art und Weise. Ne? Und dann so mit diesem Pflaumengeschmack und so, Sake, Pflaume, doch geil. Hui macht aber noch mehr aus dem japanischen Reiswein. Das ist mein Sake-Eis. Wenn du so möchtest, könntest du ja probieren. Echt jetzt? Ja klar, hau rein. Und wie schmeckt's? Boah, das ist brutal erfrischend, das ist echt gut. Das hat mich erfrischt in dem Moment. Ich habe ihn auch gleich gefragt, ob er vielleicht einfach noch ein neues macht für dich. Und ob ich es vielleicht haben könnte. Und weg ist sie. Bon Appetit. Mal sehen, ob auch der Rest Nachschlag verlangt. Simone gönnt sich noch eine Käseplatte namens Stinkiger Rhabarber. Hinter Manfreds stacheligem Japaner verbergen sich Pflaume, Sake und Stachelbeere. Likör 4.3 mit Mango gibt's für Sven und Dimitri. Ja, die Desserts auch wieder wirklich sehr schön, wenn man bedenkt, mit welchen nachhaltigen Gedanken er da arbeitet, sind die Preise auch super. So begeistert wie Mike war die Konkurrenz bisher nicht. Ob sich das in der Schlussrunde ändert? Ich muss ganz einfach sagen, gegen das Dessert ist überhaupt nichts einzuwenden. Alle Komponenten drauf, schönes Sorbet. Dann natürlich diese kleine Pflaume, karamellisiert. Klasse gemacht, auch von der Portionsgröße schön. Und du, bei deinem Käse? Ja, ich bin auch sehr zufrieden. Ich finde es super lecker. Die Kombination von allem ein bisschen, auch das mit dem Blätterteig. Brot wäre mir jetzt wirklich einfach zu viel gewesen. Ja. Auch der Rhabarber kommt gut. Ja, das Fruchtige tolle einfach zum Käse dazu. Also ich bin auch top.
Ob auch Dimitri ausnahmsweise Süßholz raspelt? Alles im einen finde ich das sehr erfrischend. Es ist auch von der Menge für ein Dessert, glaube ich, genau richtig. Weil wenn man eine Vorspeise, Hauptgericht gegessen hat, will man gar nicht viel. Alles in einem, ein erfrischendes Dessert ist ihm gelungen. Auch Svens Nachspeise basiert auf spanischem Vanillelikör. Also ich finde es frisch, auch mit den Früchten. Und wegen meiner Freundin, die Spanierin ist, kämpfe ich seit Wochen mit ihrer Lösung rum, wie man den Likör 43 umsetzen kann in den Nachtisch. Ja, auf die Idee, Eis zu machen, bin ich schon nicht gekommen. Das ist aber eine gute Idee. Ich finde es jetzt einfach schön, dass der Sven sich überhaupt nicht anstecken lässt. Das kristallisiert sich richtig raus. Er ist völlig neutral, schmeckt nur, schmeckt nicht, ganz einfach. Egal, was ihr da alle redet, ne? Gefällt mir unglaublich gut. Ja, ich glaube, mir war nicht die Gäste für sein Konzept. Ich wünsche ihm da viel Erfolg und eine lange Luft im Endeffekt, um das durchzuhalten, dass das Ding, dass der Laden richtig geht, weil als Koch super, überhaupt keine Frage. Kann der angeschlagene Fundamentchef mit einem soliden Preis-Leistungs-Verhältnis noch Boden gut machen? Wir haben roundabout 335,90 Euro. Wir haben 169 Euro circa Essen. Der Rest an Getränke, jetzt überlegen Sie mal, 170 Euro dividiert durch 4, ganz kurz gerechnet, ist mehr, ein bisschen mehr als 40 Euro. Klasse. Und für so ein Restaurant absolut angemessen. Preis 100% in Ordnung. Da kann man gar nichts sagen. Ist nicht ganz rund gelaufen. Ich würde sagen, jetzt alle an die Bar und sich einmal kurz wieder liebhaben, kuscheln. Dann kann man auch den dritten Wettkampftag gehen, oder? Die Wertung bitte. Ich gebe dem Kai fürs Fundament. Ja. 7 Punkte. 9 Punkte. Dimitri? Ist schon mies, würde ich sagen, wenn einer schon 4 Punkte gibt. Aber es ist viel passiert. Ja, schade, dass er sich mit seinem Verhalten aus dieser Nummer rausgeschossen hat. Deswegen kriegt er von mir 5 Punkte. Mit so einer Einstellung, also entweder er lernt's oder es wird nichts. Also ich bin der Meinung, der kommt damit absolut nicht weiter. Punktabzug gibt's aber nicht nur für Kais kurzzeitige Unbeherrschtheit. Draußen muss man dreimal hingucken. Was ist das? Ist es Gastronomie? Ja, was ist da los? Die Vorspeise war mir zu flach. Das Hauptgericht, alles in einem, hat der Aal gefehlt. Da war der stinksauer. Er ist nicht kritikfähig. Die Mitstreiter haben Kai ganz schön das Wasser abgegraben. Mit 25 Punkten steht das Fundament auf wackeligen Beinen. Am Rande eines Industriegebiets überrascht Rosmarin-Chef Dimitri morgen mit Hochglanzambiente. Warum wir hier punkten werden, ist quasi, weil wir mediterrane Küche führen. Auch an Tag 3 ist nicht alles Gold, was glänzt. Es gibt saftige Kritik. De facto ist auf dem Grill einfach zu trocken. Das mag ich nicht. Das kann er sich sparen. Ja, noch ganz. Tatsächlich ist noch ganz. Ich habe mir jetzt so ein bisschen vorgestellt, mediterranes Restaurant, Creme Catalan, dass da noch irgendwie Panna Cotta ist oder so. Jetzt war alles aus Schokolade. Kann Dimitri auch einstecken?